Hallo zusammen, hier sind wir wieder beim Mittwoch DAX am 20. Oktober. Wir haben 17:39 Uhr, der DAX schließt, wenn ich das richtig sehe, mit 15.522. Aber ich habe die Brille nicht auf. Jetzt habe ich es auf. So, gucken wir uns mal den Freund an auf Tagessicht. Das war ja heute so ein Tag, da musste man echt aufpassen, dass man nicht vom Bildschirm einschläft. Und da kann man aber auch andere Sachen machen. Auf Tagessicht, das ist jetzt also der Tagesschart. Kann man eins sagen oder mehrere Sachen sagen von dieser ganzen Bewegung hier oben vom All-Time-High bis runter bis zu 14.813 sind wir nach wie vor an dem 61,8 Retracement. 15.550, da tut er sich schwer. Gleichzeitig hat er, das war schon am Freitag letzte Woche, dieses Gap hier geschlossen vom 27.09. bei 15.573. Das ist erledigt. Der Chart ist hier sauberer. Und hier oben gibt es nur eigentlich gar keine Gaps mehr, wenn ich das so richtig sehe. Die Bänder gehen beide in die Horizontale. Der Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Band ist völlig vertretbar. Ist nichts Besonderes. Kein Signal daher. Dann haben wir die gleitenden Durchschnitte, die leicht positiv werden. Das ist beim Nasdaq so, das ist beim Dow Jones so, das ist überall so. Das ist auch beim Gold so. Das ist in Ordnung, das nehme ich zur Kenntnis, aber die sind mir einfach zu langsam. Sie müssen ja einem Trend folgen, deswegen heißt der Trendfolger. Der nächste Trendfolger ist bei mir noch positiv, aber bringt nichts Neues, keine neue Erkenntnis, gar nichts. Das sind nicht solche Signale hier. Ja? Also lang, kurz, kurz, sondern das ist einfach jetzt hier nur lang, lang, aber auf gleichem Niveau. Die Stochastik, ich mache das Ding mal hier rüber, gilt als überkauft, ja, aber das nach wie vor ist kein Verkaufssignal. Wir sind über 80, ja, aber der muss hier drunter, um Verkaufssignal zu geben. Hier habe ich jetzt auf den ersten Blick die 15.604 als Widerstand. Und hier, das ist die 15.417, ist die Unterstützung. Und das sehen wir hier auch bei dem 4-Stunden-Chart genauso. Hier sieht man diese schöne langgezogene Seitwärtsbewegung. Das kann eine sehr schöne Flagge werden. Überhaupt keine Frage. Ich hole das hier mal ein bisschen runter. Die Bänder sind sehr eng. Die letzte Kerze, die wir jetzt hier gemacht haben im 4-Stunden-Bereich, das ist eine schöne, bei mir weiße, bei euch wird es grün sein. Das ist in Ordnung. Aber man sieht auch hier den Widerstand, hier diese 15.604 und die Unterstützung hier bei 15.417. Das ist wichtig. Die 4-Stunden-Chart-Technik ist ziemlich neutral, sowohl im Trendfolger MACD als auch in der Stochastik. Da ist nichts von abzugewinnen, außer dass, Vorsicht, es gibt sehr enge Bänder. Mal schauen, ob die Stunde ein bisschen mehr bringt, und davon bin ich überzeugt. In der Stunde, das hole ich mal ein bisschen zurück, dass man das besser sieht, sind auch hier die Bänder sehr, sehr eng. Es gelten nach wie vor die 15.417 und die 15.600 als Unterstützung und Widerstand. Wir bekommen aber oder haben bekommen ein schönes Kaufsignal über die Stundenstochastik. Gefällt mir gut. Das MACD macht auch lang, kurz, kurz, wird positiv. Also die Stunde gefällt mir am besten, muss ich ehrlich sagen. Und es kann sein, dass wenn wir hier diese 15.600 rausnehmen mit einer Stundenkerze, dass das auch den 4-Stunden-Chart anschubst. Und dann sind wir ganz schnell bei der 15.700. Und so habe ich mir jetzt auch die Scheine ausgesucht. Und zwar, da gehe ich recht aggressiv vor. Wenn wir es schaffen, mit einer Stundenkerze die 15.600 rauszunehmen, nehme ich diesen Schein hier. Obacht, das ist ein 45er Hebel. Dieser hier, 15.175. Da liegen wir hier. Finde ich vertretbar. 15.175 ist die Kennnummer GX2UV5. GX2UV5. Wie gesagt, 45er Hebel. Der wird dann ein bisschen weniger sein, aber die Bedingung, die Conditio sine qua non, ist, dass er über 15.600 mit einer Stundenkerze schließt. Beim Short, jetzt gehe ich mal auf den Tag zurück, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Wenn diese 15.700 hier ist mein Widerstand, vielleicht reicht der positive Blick von der Stunde so, dass halt, wie gesagt, die 4 Stunden dann auch nach oben drehen. Dann kann sich das hier weiter hier oben über der 80 rummeandern. Und deswegen muss ich den Short, den muss ich hinter das All-Time-High legen. Und da gehe ich also nicht auf den 45er Hebel, da gehe ich mal zurück, weil der wird ja dann auch dementsprechend größer. Dann gehe ich mal auf 20 zurück und dann liege ich hier, das passt. Das sind 16.253er, da sind wir hier oben. Den will ich mir näher anschauen, wenn wir hier in diesem Bereich sind.
auf die Watchlist. Noch, es ist kein Kauf, aber Watchlist. Und der hat die Kennnummer GH4 Bertha Theodor Bertha. GH4 BTB. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht die nächsten 2-3 Tage so langweilig. Weil dann würden nämlich hier Verkaufssignale entstehen. Dann kommt es ein bisschen runter. Aber ich meine, die Stunde gefällt mir. Solange wir nicht so einen Quatsch machen wie, ich zeige es nochmal, heute Morgen. Also das sind natürlich immer so Sachen, die wecken Begehrlichkeit schnell hoch. Das waren ja innerhalb von 30 Minuten 100 Punkte. Und dann verließen sie ihn wieder. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber das ist Börse live. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.